Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension, dieses Mal zu Ready Player One von Ernest Cline. Worum geht's in dem Buch? Die Handlung spielt meines Erachtens 2045. Ich habe in den Klappentexten überall 44 gelesen, aber im Buch war es meines Erachtens 45. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber so in der Ecke. Die Erde befindet sich mitten in einer Rezession und globalen Energiekrise. Wade lebt in einem der Flüchtlings- und Armutsvierteln und seine einzige Chance, dort herauszukommen, ist es, das Easter Egg eines verstorbenen Milliardären und Erfinder der Oasis, einer revolutionären Online-Gaming-Technologie und Fan der 80er zu finden. Denn wer die Easter Eggs findet und das Rätsel löst, wird offiziell als dessen Erben ernannt. 5 Jahre lang hat niemand auch nur einen nennenswerten Hinweis gefunden, bis auf Wade, der mehr durch Zufall den ersten brauchbaren Hinweis findet. Meine Meinung zu diesem Buch: Den Schreibstil fand ich super. Er leitet einen flüssig durch die Geschichte durch und er hat ein paar schöne Formulierungen. Ich hatte schon vorher gelesen, dass dieses Buch die 80er wieder auferstehen lässt. Und das ist wirklich nicht zu viel versprochen. In diesem Buch gibt es massenweise nicht unbedingt subtile Anspielungen auf Filme, Musik und Games der 80er Jahre. Man könnte sagen, dieses Buch ist der Inbegriff von Popkultur und Nerdtum. Also dieses Buch wird stellenweise wirklich sehr nerdig und verliert sich dort auch geradezu in Details. Wenn man also sowohl mit den 80ern als auch mit Games nichts anfangen kann, wird dieses Buch hier nichts für einen sein. Es kann sogar nicht schaden, wenn man für diese beiden Bereiche eine leichte Obsession mitbringt. Problem meinerseits, ich bin genau 90 geboren. Ich mag die Popkultur der 80er, habe sie aber eben nicht selbst miterlebt und hatte in diesem Buch mehrfach das Gefühl, dass mir hier gerade tatsächlich etwas entgeht. Die Atmosphäre fand ich trotzdem super. Für Kenner dieser Zeit wird das vermutlich noch mal um einiges genialer sein. Ich mochte auch, wie die Charaktere ausgearbeitet sind, denn diese hatten sowohl ihre positiven als auch ihre negativen Eigenschaften. Das machte es sehr authentisch und lebendig. Vor allem mochte ich den Protagonisten. Er ist einen sofort sympathisch. Er ist auch ein ziemlicher Nerd, aber er ist auch zielstrebig und vor allem niemand, der leicht aufgibt und der im Laufe des Buches mehrfach über sich hinauswachsen muss. Er hatte aber auch so seine Momente. Zum Beispiel, als man ihn als liebeskranken 18-Jährigen verfolgte, der sich nun zum ersten Mal verliebt hat. Seine Besessenheit war schon so ein bisschen anstrengend, aber es war irgendwie auch witzig und süß. Aber auch die anderen Figuren der High Five und auch die Struktur der Sechser lernt man im Laufe des Buches immer besser kennen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, müsst ihr dieses Buch lesen. Ich mochte auch, wie die Figuren untereinander interagiert haben. Außer in Bezug zu Artemis. Also ich fand sie ganz häufig anstrengend und nervig. Tierisch nervig fand ich übrigens auch dieses penetrante Yeah. Das ist halt so ein Wort, das existiert im Deutschen einfach nicht und ich mag es irgendwie auch nicht, weil das tauchte sehr häufig auch auf. Was mir ebenfalls gut gefallen hat, war der Humor. Er tauchte nicht durchgängig auf. Dieses Buch ist nicht zum Schreien komisch, aber wenn, dann zündete er auch immer. Das Buch selbst ist ein Rückblick des Protagonisten und ist im Prinzip eine gigantische Schnitzeljagd. Fokussiertes Kernthema ist die Suche nach diesen Geheimnissen in der Spielewelt, nach diesen Easter Eggs. Sehr viel Handlung spielt also in der Oasis. Das ist diese virtuelle Realität, im Prinzip eine Spielerealität, die mit sehr viel Liebe zum Detail und eben den 80ern ausgestattet wurde. Es gibt sehr viele Cyberwelten in dieser Geschichte und ich fand sie allesamt sehr kreativ. Denn jede von ihnen sieht anders aus und verfolgt einen anderen Zweck und vor allem diese Welt ist wirklich riesig. Es ist eben nur sehr detailliert beschrieben und wie gesagt, manchmal verliert sich die Geschichte darin regelrecht. Auch. Was auch nicht immer angenehm war, denn es wurde zum Teil wirklich sehr nerdig, sehr technisch, was für mich eben auch die Geschichte so ein bisschen gestreckt hat. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, ist, dass im Handlungsverlauf es so kleinere Dinge gab, für die man eben kein Super-Nerd-Wissen brauchte, die durchaus vorhersehbar waren. Das Buch bietet allerdings viel Action und wie es für eine Computerspielwelt eben auch so üblich ist, große Schlachten. Auch das Drama kommt keinesfalls zu kurz, das schwankte für mich aber schon auch so ein bisschen zwischen aufgesetzt und absolut episch. Die Geschichte ist schon recht konstruiert. Es gibt viele glückliche und unglückliche Zufälle oder plötzliche Eingebungen, Einfälle oder Entdeckungen, die teilweise nicht unbedingt naheliegend logisch waren, aber es ist jetzt auch nicht wirklich schlecht konstruiert. Für mich hätte die Geschichte gerne auch noch ein bisschen häufiger in der Realität spielen können, denn ich hätte wirklich gerne mehr über die Gesellschaft von 2045 erfahren. Aber das Wichtigste bekommt man eigentlich mit. Und das hier ist eben keine Dystopie in dem Sinne. Also das hier ist keine Geschichte von dem Jungen, der zum Helden wird, um die Menschheit zu retten. Darüber hinaus enthält das Buch aber durchaus viel Kritik, auch Gesellschaftskritik und Zukunftswarnungen. Zum Beispiel bietet dieses Buch auch Kritik an das Internet als Ersatz- und Scheinwelt. Dass man die Augen gerne vor den echten Problemen verschließt und sich eben lieber in eine Scheinwelt flüchtet. Oder auch, wie leicht es eigentlich ist, die Bevölkerung von diesen echten, realen, globalen Problemen abzulenken. Diesbezüglich bietet einem dieses Buch eben sehr viele Zukunftswarnungen, dass man
die echte Welt nicht aus den Augen verlieren sollte. Dieses Buch zeigt aber auch die Macht- und Missbrauchsposition von Monopolen, insbesondere in Form von Nutzerrechten gegen Konzerninteressen. Und dieses Zukunftsszenario mit dem Verfall von Werten und Menschenrechten kann man sich leider nur allzu gut vorstellen. Ich finde, diesbezüglich kann man sehr viel von diesem Buch hier mitnehmen. Auch das Ende enttäuscht nicht. Dieses Buch gipfelt in einem grandiosen Finale. Also nachdem ich es zugeschlagen habe, musste ich mich wirklich erstmal wieder beruhigen. Ich war so fertig mit der Welt. Ich denke, das spricht nur für das Buch. Und als kleine Randnotiz, wie man vielleicht diesen Zettel hier oben auch entnehmen kann, dieses Buch hier soll verfilmt werden von niemand anderen als Steven Spielberg. Mein Fazit also zu diesem Buch. Dieses Buch hier ist das Buch für alle Kinder der 80er, die ihre Zeit sehr oft mit Videospielen verbracht haben. Zumindest eine gewisse Begeisterung für diese beiden Themen muss man unbedingt mitbringen. Wenn das aber gegeben ist, kann ich wirklich nur jedem raten, mal dieses Buch hier zur Hand zu nehmen. Okay, das war es dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!